Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz. Ich begrüße euch zum 26. Teil mit Dark Souls 3. Und beim letzten Mal haben wir einen weiteren Boss gelegt, und zwar Diakonie des Abgrunds, was ja in Wirklichkeit viele Bosse waren. Und dann haben wir von der guten Anri da drüben erfahren, dass das eine Sackgasse war, wo wir hingegangen sind. Wir müssen jetzt nach Faron zurück, da diesen tollen Sumpf. Und da nach einem Ausgang oder nach einem Weitergang, so möchte ich es einfach mal sagen, nach Irithil suchen, wo der böse Aldrich wohnt. Das wird wahrscheinlich unser nächster hier Lord of Cinder, unser nächster Aschefürst sein, der Typ da oben, der auf seinem komischen Thron hockt. Und da würde ich sagen, wo gehen wir denn da am besten hin? Das ist die große Frage, weil hier geht es anscheinend nicht weiter, das ist vorbei. Hier Lothric kriegen wir auch nichts. Hier ist die Senkengrube, da ist auch nichts. Hier haben wir sehr, sehr viele. Ich überlege gerade, ob Grenzen der Pharaon-Feste. Alter Wolf von Pharaon. Ich guck mal bei Wächter des Abgrunds. Und wenn ich dann nichts finde, dann gucke ich nach, wo es. Also, wir gucken dann jetzt erstmal rum. Ja, und wenn ich dann aber nach langem Suchen nichts finde. Dann muss ich mal ins Dings gucken, weil, also hinter Pharaon, aber ich habe da jetzt nichts gesehen und, liebe Freunde, ich habe keine Ahnung, null Plan, nix, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber gut, dass mir das die Anri gesagt hat, die gute Anri, meine beste Freundin, mit der habe ich gut gekämpft und mit der Ciris zusammen, die beiden Mädels, die haben es echt gut gemacht. So, na gut, hier ist Schlachtfest 5000, hat hier stattgefunden. Vor allem, ich kann mir das so gut vorstellen, dass hier welche gekämpft haben und da oben saßen sie und standen und haben immer applaudiert. Ja, alles klar, weil die sind ja untot, die kamen ja immer wieder, ne? Ist ja logisch. Warum sollten sie auch nicht wiederkommen? Ich habe übrigens mein Astora-Großschwert, habe ich übrigens mir mal geschnappt. Das habe ich upgraded auf plus 3 und es ist halt ein Ultra-Großschwert. Aber ich. Mal gucken, wie wir damit zurechtkommen. Mit dem Ultra-Großschwert. Achso, hier, die greifen ja gleich jetzt auch an, ne? Gleich da unten greifen ja jetzt die. Die Darkwraiths an. Deshalb laufe ich mal ganz ruhig hier so lang. Durch dieses Speer durch und widme mich mal diesem Kollegen. Ja, läuft ganz gut. Also. Ist okay, kann man machen. So, ich krieg noch keine Seelen, das heißt, die beiden Darkwraiths haben noch nicht gegen die Grus hier gekämpft. Okay, mal gucken. Oh. Also Backstab reicht definitiv. Wir gucken mal. Wir irgendwo. Da sind sie. Los! Oh, los! Fight, 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 fight! Oh, ey, wirklich ein Schlag. Die hatten keine Chance, die Gruß. Null Chance, aber... Oh, er hat was fallen lassen. Null Chance haben die. Aber gar keine. So, aber so wirklich so gar keine Chance. Oh. Ah, ich muss mir merken, zwei Schläge und dann muss ich wegrollen. Weil vorher... Oh, oh, oh. Aber, wie gesagt, Gegenstände. Gegenstände, Gegenstände. Okay, wir gucken dann gleich weiter. Nein, fällt aus. So, war hier nicht auch irgendwo ein Darkwraith? Ah, da. Oh, 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 oh. Okay, also gegen die braucht man wirklich eigentlich eine schnelle Waffe. Aber das Gute ist, wir kriegen sie. Au! Eieieiei! Okay, die sind echt harte Gegner. Man kriegt sie immer noch rausgestaggert aus ihrer komischen Dark Hand. Aber das war's dann auch. Okay, und durch diese Dings durch kriegen wir es auch. Finster Stulpen. Na, okay. Mir ging es eher um die. Hier ging es eher. Haben die gewonnen? Die Gruß haben gewonnen! Wolfsblut ist Grasklinge.
Was hat der hier fallen lassen? Folgendes Grudolch, interessant. Die haben gewonnen, die haben den Darkwrath umgehauen. Cool. Au. Okay, das läuft ja hier richtig gut. Hört ihr mal auf. Ich bin so schnell, ich bin das schnelle. Ah, vielleicht so, vielleicht ist das eine Variante. Ups. Ich bin das schnelle Finsterschwert gewöhnt. Diese Kombo ist echt tödlich. So, gut, dann setzen wir uns mal wieder nochmal. Obwohl, nee, wir gucken erstmal weiter. Wir können uns ja die Vergiftung. Du brauchst noch rote Augapfel. Schön. Gut, dann gucken wir uns mal hier durch. Dann gucken wir mal hier lang, wo wir hin müssen. Ist es hier irgendwas? Nein. Ist hier irgendwas? Hier ist eine Mauer. Dahinter könnte es ja liegen. Rein theoretisch. Sag ich jetzt einfach mal. There's a Mauer. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Huh. Da oben sieht's aus, als kommt man da hin. Aber wie? How? Vielleicht hier irgendwas? Oh, ach nee. Ich dachte, hier habe ich den verwinkelten Weg nicht gesehen. Huh. Hier geht's nur zum Leuchtfeuer. Außer natürlich. Das habe ich schon geguckt, ne? Ob hier ein. Na, hier ist auch ein Leuchtfeuer. Ob hier vielleicht eine. Aber dass sie das so versteckt machen, das glaube ich nicht, ne? Also, so versteckt werden die das doch nicht machen. Das muss doch ein klarer Zugang sein. Na, hier geht's dann wieder nur zurück. Wo geht's denn hier hin? How do you do with the Gummischuh? Na gut, dann beamen wir uns mal woanders hin. Ja, genau, dann beamen wir uns mal woanders hin. Vielleicht in die Mitte von Pharaon? Vielleicht hat sich irgendwo was geöffnet? Kann ja auch sein. Also ich weiß es ja wirklich nicht. Weil hier geht's ja nicht weiter. Da hinten ist nur so ein Altar. Altergen. Ich setze mich mal kurz ans Leuchtfeuer, damit die Vergiftung weggeht. Kommen zwar die Gegner wieder, aber wir beamen uns eh gleich wieder. Na, das sieht aus nur wie so ein Altar, wo sie hier das Wolfsblut abgemacht haben. What? Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur eure Zeit verschwendet. Okay, wer soll denn auf sowas kommen, bitteschön? Was haben die hier gemacht? Naja, hier, das ist der Wolfsblutkelch. Der ist alle. Der ist leer. Kein Wolfsblut mehr da. So, wo geht's jetzt hier hin? Sieht aber nicht aus, als ob es hier nach Irithyll geht. Katakomben von Karthus. Katakomben? Oh, sieht ein bisschen aus wie ein Chalice Dungeon, wenn man mich fragt. Von Bloodborne. Katakomben. Achso, oh, ich dachte, da hängt was, aber das war nur eine abgebrochene Säule. Okay, wir gucken uns das mal hier an. Okay, da steht ein Heino. Da steht auch ein Heino. Alter Falter, okay. Interessant. Oh, hier können wir runterdroppen. Mal kurz überlegen, ob wir das dann machen. Okay, was gibt's hier? Was ist hier los? Was ist in den Katakomben von Karthus los? Oh, ich habe mich schon gefragt, wann ihr wiederkommt, Jungs. Okay, du hast weiße Augen, das heißt, irgendwo ist ein Nekromant. Irgendwo. Somewhere, there is a Nekromant. Aber ihr zersplattert so schön. Ja, ich habe keine Seelen gekriegt. Fuck, ist das der Typ, der da drüben steht? Ich nehme es einfach mal an. Na gut, dann gehen wir mal nochmal kurz aus dem Weg, mein Bester. Nö, das klang jetzt wieder... Jetzt habe ich Seelen bekommen. Verstehe ich nicht. I don't get it. Okay. Ah, sieht aber sehr lustig aus hier. Karthus Rot? Was ist denn Karthus Rot? Karthus Rot.
Wie wollen Sie denn Ihr Zimmer gestrichen haben? Na, ich hätte gern Kartusrot. Fügt Hand der rechten Waffe Blutungseffekt zu. Ach so, dickflüssige Sekrete von Pflanzen. Fügt der Waffe der rechten Hand vorübergehend einen Blutungseffekt zu. Den Rittern von Kartus zugerechnet, deren Klingen durch die blutrote Substanz und die Spritzer des Bluts ihrer Opfer scharlachrot leuchten. Interessant. Schwertkämpfer von Kartus. Das habe ich ja schon mal gelesen. Auf irgendeinem Wurfmesser war das, glaube ich. War das auf den Kukris? Wer sind Sie denn? Sind Sie hier der... Alter, blutrot. What? Oh, wo bin ich? Wow! Und tschüss. Ist er tot? Okay, also hier ist wirklich... Oh, da unten liegt das Item! So ein Scheiß. Der war bestimmt was Gutes. Oh, da kann man auch hin. Interessant. Oh, das Begrüßungskomitee ist da. Oh, ich habe mir die voll komplett falsche Waffe gerade ausgesucht dafür. Ey, dir fehlt ein Arm! Bist ja Arm dran. Nee, bist Arm ab. Okay, die sind aber immer noch Penner. Oh, apropos Penner. Okay, jetzt kriege ich Seelen. Oh, du hast ja auch keine weißen Augen. Ist das irgendwie... Okay, den zweiten Swing hier nicht nehmen. Oh, ein Crystal Lizard da drüben. Ich will eigentlich da runterspringen. Weil es sieht so aus... Oh, da gibt's auch Sachen. Ah, scheiß Bogenschütze. Oh, Kacke. Hier sehe ich doch nichts. Okay, da steht einer ohne Kopf. Bloß nicht den Kopf verlieren. What? Nein! Fuck, ey, fuck. Fuck, ich muss da hoch. Oh, what? Okay, dieses... Vielleicht doch lieber den... doch lieber den Stich. Ja, ich glaube doch lieber... Au! Fuck. Kann man den noch backstabben? Ja, kann man. Was ist gerade gestorben? Au! Jetzt ist ja gut. Alles cool. Und... Stich. Ja, guck mal hier. Alter, ich sehe aus wie ein Nadelkissen. Okay, wo geht's hier lang? Okay, es sieht aber schon ein bisschen besser aus als die Katakomben, weil es ist immerhin beleuchtet. Aber sieht wirklich aus wie so ein Chalice-Dungeon. Alter, ist das groß. Okay, gehe ich zurück und springe da mal runter? Ich weiß es nicht. Guck mal hier, die haben... Ah, schönen guten Tag. Die haben Knochen in Vasen. Ist das ein neuer Einrichtungstrend? Jetzt bin ich dran. Okay, ich überlege gerade, ob... What? Oh, noch geparried. Dieser Wichser ohne Kopf. Wie sieht er das? Wie hat er das gesehen, dass ich angegriffen habe? Alter, schon wieder! Okay, unterschätze die Einarmige. Alter! Okay, ihr nervt gerade wirklich. Alter, ihr habt einen Arm nur und keinen Kopf. Und ihr habt mich gerade zweimal geparried. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja nicht möglich. So. Es ist ja Wahnsinn. Und hier, guck mal hier. Ach Mensch, im Tode vereint. Das sind aber schon badassige Fackeln, wenn man mich mal fragt. Das sind Leute mit eingemauert. Seele eines namenlosen Soldaten. Was gibt's hier? Alter, da steht einer mit einem fetten großen Schwert. Und bewacht was. Achso, da kam ich... Ah nee, da kam ich her. Naja gut, so groß ist das dann doch nicht. Ich will aber eigentlich darunter jumpen. Aber da gibt's dann auch noch einen Weg. Schwierig. Wo geht's jetzt hier am besten lang?
Wo machen wir uns am besten? Ich hole erstmal das Item. Mal gucken, was. Da kann ja nichts Schlimmes passieren. Außer, dass wieder. Freund Blase und sein Freund. Au. Und. Okay, dieses Großschwert ist echt scheiße dafür. Ich merke das schon. Okay, immer noch nicht. Okay, also doch kein Nekromant in der Nähe. Was bestimmt denn das jetzt, ob die wieder aufstehen oder nicht? Jetzt bin ich dran. Puh, das ging schnell. Muss ich schnell machen. Konnte ich nicht voll aufladen. So. Viel Seelen geben die ja auch nicht. Oh, der nächste. Schmerzpatient. Kommen Sie mal her, junger Mann. Alter, was machen die für eine Rolle? Was ist das für ein... Okay, der zweite. Fuck, 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 fuck. Fuck. Wow! Okay, staggern kann man die aber. Das ist ganz gut. Die haben natürlich fetten Blutungseffekt, ne? Ist klar. Hahaha! Advantage, mein Freund! Wenn ich Titanit habe und Karthus rot. Ist Karthus rot? Das ist ja ein Scheiß. Karthus rot. Okay, er wandert, er geht auf Wanderschaft. He's traveling around. Oh, da ist noch ein Ausgang, Eingang. What the fuck? Was bist denn ihr? Was seid ihr für Kollegen? Aber backstabben kann man euch auch. Das ist gut. Und. Da kannst du so viel wegräumen, wie du willst, mein Freund. Glut lassen die auch fallen. Die lassen eine Glut fallen? Warum lassen denn die... Wo geht's hier lang? Alter, hier sind die nächsten Schmerzpatienten. Der hat einen Schotel. Der hat einen Schotel. Okay, er ist badass, er rührt sich ja keinen Meter. Fuck, voll daneben. What? What? Bloodborne Sidesteps? Achso, er hat ja ein... What? What? Das ist ein fucking Ninja, oder? Skelett-Ninja. Skelett-Ninja joins the battle. Oh, 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 oh. Alter. Wirklich. Alter. Okay, der ist ziemlich schnell, der Kollege. Aber wenn man ihn mal staggert... Dann hat er auch verloren. Alter, aber die Blutung ist natürlich heftig. Alter, Blutverlust. Alter, ohne Spaß. Okay, jetzt reicht's. Fucking Skelett-Ninjas hier. Wo ist er hin? Dieser Bloodborne-Sidestep. I don't get it. So, Alter. Aber die lassen hier Titanitscherben fallen, ja, wie hier. Du Pisser! Ich will doch einfach nur das Item aufheben. Wie komme ich denn zu dem? Alter, wo geht's denn? Okay, ich gehe immer tiefer. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh, jetzt gibt's ja auch noch eine Leiter. Wie komme ich denn jetzt zu dem Bogenschützen? Hahaha! Ihr Penner, From Software! Sag mal, das ist doch elendig lang hier, dieses scheiß Schwert. Warum treffe ich denn damit nicht? Ich treffe schon wieder nicht. Okay, hier ist... Okay, du stehst wieder auf. Bleib mal schön sitzen, mein Freund. Ich überlege gerade, weil in Dark Souls, in Demon's Souls, glaube ich sogar, gab es das auch schon, das Gegner Foliant von Karthus. Lesen wir uns gleich durch. Aber erstmal Bogini Bogenschütze. Bogini der Bogenschütze. Tschüss, mein Freund. Warum fällst du nicht runter? Jetzt fällst du runter. Wo runterfallen? Da ist vorbei, ne? Wenn man hier runterfällt, ist vorbei. Hab ich so ein Gefühl. Ach ja, jetzt sind wir... Ach, jetzt sind wir hier. Verstehe.
verstehe. Foliant von Kartus. Na gut, hier sind wir gerade sicher. Da lesen wir das mal. Foliant von Kartus. Pyromantien von Kartus erlernen. Oh, das können wir am Kornix bringen. Ein Pyromantie-Foliant aus Kartus, gefüllt mit Pyromantien für den Kampf. Gib ihn einem Meisterpyromanten, bla bla bla. Die Pyromantien von Kartus wurden in Abgeschiedenheit von anderen Formen entwickelt, was ihre abweichende Erstehung erklärt. Aha, die kommen also nicht. Die sind quasi custom. Ich habe Custom-Pyromantien. Ich bin besser als ihr. Ich habe Custom-Pyromantien. Alter, wo ich zweimal von solchen Dingen geparried und dann kam hier Skelett-Ninja for the win. Da war ja noch ein Item. Ja, ganz vergessen. Ganz vergessen. Hier geht's auch lang. Kleine Titanitscherbe. Zwei Stück. Alter Falter. Also die fallen ja wirklich hier wie die Schneeflocken im Winter. Ich will da eigentlich runterdroppen. Aber... Nee, wisst ihr was? Nach oben ist immerhin besser. Wir gehen jetzt erstmal die Leiter nach oben. Nach oben ist immer besser als nach unten. Tiefer rein geht immer... Ach nee, war hier die... Ne, hier war die nicht. Hier war nur die versteckte Wand. Die schöne, vor allem schön beleuchtet. Das. Sah nämlich auch anders aus als alle anderen Wände. Eine Leiter. It's a Leiter. It's a Ladder. Oh Gott, wo geht's jetzt lang? Seht euch diese offensichtliche Falle an. Seht euch diesen offensichtlichen Schalter, den ich natürlich nicht auslösen werde. Und seht, wie ich ihn auslöse, während ich vor Gegnern fliehe. Wo bin ich jetzt hier? Ach, jetzt bin ich da, wo der andere Bogenschütze ist. Na. Hä? Ach, jetzt bin ich hier wieder... Ach, jetzt bin ich wieder hier. Oder was? Ach, jetzt bin ich wieder am Anfang. Sehr gut. Das heißt, wir haben eine Sache... Okay, eine Sache können wir ausklammern. Das heißt, wir haben... Die Seite hier abgefrühstückt. Bleibt nur noch die Seite, wo es weiter nach unten ging. Also da und da. Ich überlege gerade, was sinnvoller ist. Oder ob ich zurückgehe und mich da so runterdroppen lasse, wo ich mich runterdroppen lassen wollte. Aber das ist schon ein cooler Ort hier, Katakomben von Kartus. Bloß die Einheimischen sind ein bisschen unfreundlich. So ähnlich wie in Bayern. Ist an sich ein schöner Ort, bloß die Einheimischen sind ein bisschen unfreundlich. Da kann man sich runterdroppen, da stehen doch sogar welche. Okay, das ist schon... That's some business over there. Ja, guckt euch mal diese badassige Treppe an. Na gut, wir gehen erstmal da runter. Komm. Wir gehen da runter. Wir lassen uns da runter droppen. Aber das Schwert ist nicht verkehrt. Es ist bloß wahrscheinlich für diesen... Habe ich noch irgendwas anderes, was ein bisschen schneller ist? Und vielleicht auch stumpfen Schaden macht? Ich hätte die Drang-Doppelhammer, aber die würden ja... Doppelhammer macht ja keinen Sinn. Ich brauche sowas wie einen Hammer. Ich habe keine Hämmer. Nee, ich habe nicht sowas wie einen Morgenstern oder... Habe ich nicht. Scheiße. Schade. Ich habe hier mal diese Söldner-Doppelschwerter. Die sind nämlich nicht verkehrt. Die sind schön schnell. Ha. Nee, ich habe nichts. Also ich habe das Finsterschwert, das ist... Moment, warte mal. Das Großschwert von Artorias, das macht doch auch nicht so verkehrten Schaden. Und das macht ja Kreaturen des Abgrunds mehr Schaden. Und sind Skelette nicht Kreaturen des Abgrunds? Ja, nicht verkehrt. War jetzt zwar eine Sprungattacke, aber nicht verkehrt. Aha. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich war schlau. Okay, da drüben kommt man auf einen anderen Weg dann hin. Ja, hier noch irgendwas? Ah! Mensch, meiner! Erschreck mich doch nicht so. Nee, doch nicht. Naja, nee, der Schaden ist nicht besonders besser. Da ist der von meinem Großschwert. Aber gut, das Großschwert ist auch abgegradet. Das macht irgendwie 246, aber das ist auch auf plus 3. Das Schwert von Artorias ist nicht verkehrt. Er hat aber auch... Ist aber ein nicht ein Ultra-Großschwert-Moveset, sondern hat das normale Moveset. Na, egal. Meiner. What? What? Ich habe mich gerade gewundert, ist da gerade die Tür zugegangen? Oh, puh, Schwein gehabt. What? Das kommt zurück! Und tschüss! Ey, das kommt aber nicht noch mehrmals, oder? Da, 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 da. It's the way.
one and only Digo Double G. Snoop Dogg. What? Das besteht aus... Bin ich da safe an den Seitendingern? Alter Falter, also ich bin hier auf jeden Fall erstmal safe. Hier bin ich safe. Alter, das ist ja hier Sens Fortress, sozusagen. Ich geh mal, wenn er mit nach oben geht, weil da sehe ich ja noch einen Shiny. Schnell, 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 schnell. Eine Glut. Jetzt stelle ich mich mal hier oben drauf. Auch wenn ich dann runterfalle, falls es mich trifft? Nein, ich bin sicher. Gut. Sehr, sehr interessant. Okay, da drüben ist ein Crystal Lizard. Okay, dann waren wir jetzt, dann bleiben wir hier unten, machen wir das jetzt nicht. Sondern wir gehen dann wieder da hoch und gehen dann da lang, in der Hoffnung, dass wir da zum Crystal Lizard kommen. Alter, ist das fies, From Software! Das ist ja gemein. Das ist ja so gemein. So richtig fies. Okay, jetzt gehen wir hier lang. Ja, ja, ihr werdet ja wach. Das weiß ich. Okay, ich bräuchte, jetzt hätte ich doch das Großschwert gebraucht. Okay. Ja gut, es ist ein bisschen schneller. So viel steht mal fest. Es ist ein bisschen schneller und es haut ihn nicht so ganz aus den Latschen. Also es ist eigentlich schon ganz gar nicht mal verkehrt hier, das Großschwert von Artorias. Oder des Wolfs. Achso, habe ich ja ganz vergessen. Ich bin jetzt zurück, ohne dass ich mitbekommen habe, dass das ja wieder... Ich muss das mir dringend angewöhnen, dass dieses Ding hier langläuft. Ja, ja, hier geht's runter zum Crystal Lizard. Sehr, sehr gut. Oh. Hallo? Anri! So schnell sieht man sich wieder. Oh, hello. Da hinten rennt er voll so durch. Have you seen my companion, Horace? Nee, hab ich nicht. To my shame, I was snared by a trap and we've become separated. I've not been able to find him since. Oh, scheiße. Nee, ich hab ihn nicht gesehen. Yes, I see. Horace is a valiant knight. You can look after himself, no question. He's probably searching for me right now with twice the resolve. If you happen upon him, please tell him that I remain in the catacombs. Okay. And will lay prism stones to guide him. Okay. Please send him my word. I beg of you. Ja, na klar, mach ich. May the flames guide your way. Okay. Oh, Andrea Taurus verloren. If you happen upon him, please tell him that I remain in the catacombs. And will lay prism stones to guide him, as always. Okay. Please send him my word, I beg of you. Ja, na klar. Anri. May the flames guide your way. Anri, meine Beste, natürlich. Hier gibt's den Crystal Lizard. Er wollte ja gerade runterspringen. Lebensmüde, wie er ist. Der Crystal Lizard. So, was gibt's hier? Blutroter Moosklumpen. Na gut, das macht Sinn. Halb Bleeding, die ganze Geschichte. Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, während sich hier, wir gehen dann ja dann das nächste Mal dann hier lang, nehme ich mal an, weil wir haben jetzt ja alles erkundet. Es gibt jetzt keinen Weg mehr, den wir gehen können. Wir sind einmal da oben rum. Das heißt, es geht nur noch da runter. Da geht es aber beim nächsten Mal hin, liebe Freunde. Ansonsten ein ganz cooles Areal. Katakomben von Karthus. Mal gucken, was uns hier noch erwartet. Wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Freunde. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr liked, subscribed und kommentiert, während im Hintergrund der Skelettball, Skeletonball, na 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 na, immer durchrollt. Bis dahin sage ich tschüss, viel Spaß noch im Internet, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Keep rolling, 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 rolling. Come on.